Erfolge in den 80ern, das Comeback, in den 90ern durch diese Klamottenwerbung, auch wieder ganz weit vorne mit dabei. Heute Abend sind sie bei uns, sind SLADE. I've seen the bridges of the world and they're for real. I've had a red light up the wrist without me even getting kissed. It still seems so unreal. I've seen the morning in the mountains of Alaska. I've seen the sunset in the east and in the west. I sang the glory that was Rome past the hound dog singer's home. It still seems for the best. And I'm far, far away, with my head up in the clouds. And I'm far, far away, with my feet down in the crowd. Letting loose around the world, what that call of home is loud. Was los mit euch? Gibt's denn da zu lachen? Hallo. Ihr könnt mich verstehen. Kleiner. Sorry? Yes, yes. I'm getting the weather forecast from Tokyo. Ich krieg den Wetterbericht aus Tokio hier auf meinem Ohr. Neulich hatten wir darauf, herzlich willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. was wollte ich denn gerade sagen? Mensch, genau. Ah, jetzt hast du ihn, genau. Wir haben, heute geht es bei uns um Comebacks. Ihr habt es erlebt, ein Comeback erleben zu dürfen. Aha, ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man auf einmal wieder genauso gefragt ist, wie es vorher eigentlich war? Well,
what exactly happens is Nun, really that, was passiert ist eigentlich Folgendes. Als wir zunächst angefangen haben, wussten wir gar nicht, dass unsere Musik so lange andauern würde. Und wir hatten viele Situationen, wo man Comebacks gesagt hat, aber wir haben immer gespielt, wir haben immer Live-Shows gemacht, wir sind immer um die Welt gereist und die Musik ist einfach immer populär geblieben. Und der springende Punkt ist der, in den letzten Jahren sind wir in unterschiedlichen Ländern gewesen, Russland, Tschechoslowakei, wo wir früher in den 70ern gar nicht hinkonnten. Und das ist wirklich gut für uns gewesen. Wir haben also völlig neue Territorien entdeckt. Nun gibt es natürlich auch eine Zeit vor dem Comeback. Das heißt, man ist irgendwann ziemlich weit oben, man hat Ruhm, man hat Erfolg, man hat Wohlstand. Und auf einmal, aus irgendwelchen Gründen, läuft es dann nicht so. Wie habt ihr die Zeit denn wahrgenommen? Well, I think the thing is when you're famous and successful, and Punkt ist, wenn man berühmt ist und erfolgreich ist, dann läuft alles. Aber wenn die Platten sich nicht verkaufen, dann haben wir einfach weiter gespielt, live gespielt, und das hat uns zusammengehalten. Ja, die Leute haben gemeint, wir sind nicht mehr da, aber sind einfach weiter auf Tour gegangen, überall in der Welt, und dadurch waren wir präsent. Ja. Es gab einmal das ist ja kein Zwischenfall, es war für euch zumindest, aber eine wichtige, eine große Erfahrung. Ihr musstet für Ozzy Osbourne einspringen, bei einem großen Konzert, bei einem Festival. Könnt ihr euch daran noch erinnern, was ist da passiert? Das Reading Festival, das Reading Festival, ja, da sollte Ozzy Osbourne nicht spielen und wir sollten spielen. Und das war für uns eine tolle Sache, denn das Publikum, was in Reading da war, das waren unsere Fans aus der Schulzeit. Und als wir da gespielt haben, war es wirklich eine fantastische Erfahrung. Wir haben all die Hit-Records gespielt, die sie aus der Schule kannten. Und es war wirklich eine tolle Erfahrung. Und es hat uns wirklich im Rampenlicht gehalten. Und wir haben dann eine weitere Tour danach gemacht und wir hatten auch ein Hit. Nun, das Reading Festival ist aufgezeichnet worden und wir haben die Bänder bekommen und haben sie dann veröffentlicht, und diese Platte ist dann in die Charts in England gegangen, und das hat uns dann geholfen, als wir wieder auf Tour gegangen sind. Kollegen vom Mundstuhl, Lars Ande, wenn ich mir die Outfits von den Jungs hier angucke, die sind zwar deutlich älter als ihr, aber doch etwas, wie soll ich sagen, die wagen etwas mehr. Wäre das was für eure nächsten Auftritte vielleicht? Hier so eine gestreifte? Die Zeit haben wir hinter uns. Wir haben ja Musik gemacht in den 80ern und hatten die Spandexhosen an, auch mit Hasenfuß und das volle Programm. Mit Hasenfuß? Ja klar, dass es halt aussieht, als wärst du gut bestückt. Ja, also ich habe keinen, also ich habe keinen gebraucht. Ich gehe normalerweise so in die Kneipe. Ja, ich bin oft so in die Kneipe gegangen und die Leute haben gesagt, ah ja, toll, den kennen wir doch. Tolle Erfahrung. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute. War schön, euch hier gehabt zu haben. Recht schönen Dank. Dankeschön. Thank you very much for being here. Thank you very much. Late, meine Damen und Herren. Nimm an weiter. 15:14. Bitteschön.